Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei einem BMW Modell E90 Öl nachmisst. Hier haben wir das Modell 318i mit 129 PS Benziner. Hier gibt es leider keinen Ölmessstab, das wird über einen Bordcomputer gemessen. Was bei den Dieselmodellen nicht der Fall ist, die haben einen Ölmessstab noch vorhanden. Wie gesagt, bei diesem Modell nicht. Also zunächst stecken wir den Zündschlüssel rein und starten den Motor. Draußen ist ein bisschen kalt. So, dann gehen wir in den Bordcomputer-Menü rein. Links ist ein Scheibenwischer, nee, der Blinker. Da guckt dort, wo mein Daumen ist. Den Hebel betätigen wir dann mal nach unten. Und dann sehen wir hier Z. Verschiedene Einstellmöglichkeiten. Service, Info, Set, Uhr, bla bla bla. Reifen. Hier ist auch Öl. Und dann drücken wir auf BC. Und dann wird schon der Ölstand gemessen. Das kann jetzt bis zu 3 Minuten dauern. Ganz wichtig ist, dass der Wagen an ist und läuft und auf einer ebenen Stelle steht. Wenn der Wagen jetzt leicht schief steht oder schräg in der Steigung, dann kann es sein, dass das Ölbild nicht zu hundertprozentig richtig ist. Ja, jetzt warten wir erstmal. So, jetzt sehen wir, Ölstand ist okay. Ich hatte letztens, bin ich eine größere Strecke gefahren. Dann wieder ein paar kleinere Strecken und auf einmal zeigte mir mein Bordcomputer an, dass ich Öl nachfüllen soll. Das tat ich dann auch. Er zeigte mir genau an, dass ich 1 Liter nachkippen soll. Habe ich dann auch gemacht. Ich war zuerst etwas verwundert, dass ich auf die kurze Strecke, die ich dann gefahren bin, wo mir das angezeigt worden ist, es waren jetzt 50 Kilometer, dass ich da als 1 Liter Öl verloren habe. Das stimmt nicht ganz. Der Bordcomputer zeigt erst an ab 1 Liter Ölverlust. Also dann schaltet er ein und sagt dann Bescheid, dass man Öl nachkippen soll. Also das heißt, wenn man jetzt das waren jetzt gerechnet auf. Jetzt bin ich da gefahren. Ich glaube, es müssen um die 8.000-9.000 Kilometer gewesen sein. Das war kurz nochmal ein Ölwechsel. So hat er 1 Liter Öl verloren. Ist eigentlich ganz normal oder dürfte nicht zu bedenken sein, dass das schlimm ist. Ja, soweit war es erstmal zum Thema Öl nachmessen. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen. Eigentlich ganz, ganz einfach. Nichts Schwieriges. Ja, bis zum nächsten Mal.